Genau. Herr Bundespräsident, Herr Präsident, nice to meet you. Herr Bundesrat, schön, dass Sie hier sind. Sie willkommen. Andererseits aber auch Herr Bundespräsident Alain, der einen Staatsgast nach Appenzell eingeladen hat. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, ich begrüße Sie zusammen mit dem Staatspräsidenten von Botswana, Ihre Exzellenz Herr Präsident Masisi, Ihren Ehefrauen, den Exzellenzen, Gästen und Ihrer ganzen Begleitdelegation ganz herzlich bei uns in Appenzell und im Besonderen an unserer Landsgemeinde. Mr. President, I am glad to welcome you here in Appenzell. Dieses Jahr feiert die moderne Schweiz, so wie sie heute besteht, den 175. Geburtstag. Aus der alten Eidgenossenschaft wurde am 12. September 1848 ein Bundesstaat und damit entstand die erste Demokratie in Europa. Vor 175 Jahren war die Schweiz eine andere. Die Lebenserwartung lag bei knapp 40 Jahren. Die Schweiz hatte etwa 2,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Dass jeden Tag genügend Essen auf den Tisch kam, war keine Selbstverständlichkeit. Für die Ernährung musste eine Arbeiterfamilie mehr als die Hälfte ihres Budgets ausgeben. Über 50% der Erwerbstätigen waren damals in der Landwirtschaft tätig. Nur etwa ein Drittel in Industrie und Gewerbe. In den Fabriken arbeiteten Männer, Frauen und sogar Kinder für einen Hungerlohn. Der durchschnittliche Arbeitstag dauerte über 16 Stunden und das an 6 Tagen die Woche. Es liegt auf der Hand, dass die Schweiz damals auch ein Auswanderungswandel war. Viele Schweizerinnen und Schweizer waren Migranten und haben sich in anderen Ländern ein besseres Leben erhofft. Heute beträgt die Lebenserwartung dank eines hochspezialisierten Gesundheitswesens und dank unserer Lebensumstände bei den Männern etwa 82 und bei den Frauen sogar 86 Jahre. Es sollen die Landleute auch in den Eidgenossen. Also, das liegt warm, stets warm. Der Schweizerische Nationalbank maximal ausschüttet von 7,5 Millionen Franken. Vom Kantonsrichter ins Gemeinde, ich bin Bezirksständige Wirk. Danke. Wer ist Stefan? Danke. Danke. Hochgeachtete Damen und Herren. Danke.